Untersuchen ist. Salazar, bei Salazar. Sonnenkralle bewacht die Straßen nach Kamlorn, damit ich mich weit verwenden kann. Ja, Also so einen cool, Rucksack dran. dass sie so leisten. Ja, da mache ich ja. Entschuldigung. Willkommen hier bei The Elder Scrolls Online mit mir, dem Panic und natürlich dem Pillow. Oh ja, genau. Und dem Pillow, dem. Hey, wo ist deine Maske, Mann? Ich brauche keine Maske mehr. Wir haben ja letzte Folge hier die Quest beendet, beziehungsweise weitergemacht. Wir müssen die vermissten Frauen suchen, aber wir haben uns natürlich dazu entschlossen, hier zuerst dieses Bossmonster hinter dem Stein da zu machen. Das Pillow hat gemeint, das sind so drei große Werwölfe. Und da ich mich ja seit dem großen Patch umgeskillt habe zum Bogenschützen, werde ich versuchen, aus der Ferne die zu erledigen und Pillow, ja, macht sie aus dem Näheblatt. 11.000 hat er eine. Wo ist denn da eine? Da, die drei Leute. Ach, das sind die. Okay, ja, ach dann, so. Ne? War Pfeilhagel, ne? Einer ist tot. Nice. Zweiter ist tot. Ja, wir haben sie, wir haben sie. Nice. Ja, einsammeln, was geht. Aber wir hatten nicht so viel dabei, oder? Da ist ein Buch. Ich hatte jetzt hier noch. Was ist denn das hier? Das ist auch ein Befehl von Falco. Untersuchen, oder? Falco. Untersuchen. Salazar, bei Sonnenkralle bewacht die Straßen nach Kamlorn, damit ich mich gleich verhindern kann. Ja, was cool, ist in dem Rucksack dass drin? Sie so nice weggeklatscht wurden. Jetzt habe ich da nochmal was gefunden. Und zwar. Irgendwie da. Also, ich habe Eisenbeinschienen, die sind aber schlechter und. War besser hier. Die sind auch, ja, die sind gleich. Und ein Eisengürtel, der ist besser, aber hat halt keine Verzauberung. Ich habe jetzt hier nochmal so für die Hände, Handschuhe, schwere Rüstung, 234. Brauche ich nicht. Okay. Ich habe 210. Macht aber 74 maximales Leben. Meine machen 39 maximale Ausdauer, das reicht mir. Okay. Gehen wir nach der erfolgreichen Werwolfjagd die Frauen suchen, oder? Ich brauche jetzt was zum Wimpern. Hört sich gut an, ja. Ich brauche ein paar Titten. Titten? Bist du Bock eigentlich ein Level Up oder so? Ja, ich bin schon Stufe 13, das habe ich schon in der Höhle gemacht. Ah, yo, du Sackgesicht, yo. Brech halt. Ja! Ich sicher, du machst das. Da ist doch die erste. Alter, ich geh dir mal ansprechen. Ja, ich töte mal hier alles, was sich so bewegt. Ich weiß nicht, was er hier tut. Und Holz hat er nebenbei. Ich komme gleich. Ja, okay, dann warte ich auf dich noch. So. I'm waiting ich muss noch for gerade you. Das ja, genau. Bethany LeBlanc. Ein Fremder, der nicht wie ein Blutdorn gekleidet ist? Ich weiß nicht, was ihr hier tut, aber euer Anblick ist mir eine wahre Freude. Jetzt schneidet mich schnell los. Seid ihr eine Frau? Nein, ich bin die Königin der Nord. Königin. Natürlich bin ich aus Kamlorn. So, das war ein Scherz. Hat mein Bruder Guy euch geschickt? Ich habe mich ja, so Gay sehr hat gegen mich die geschickt. Kultisten gewehrt, dass sie mich schließlich gefesselt haben. Die anderen Frauen haben sie aber weggebracht. Ich denke, sie haben sie bei den Moorvetteln gegen irgendetwas eingetauscht. Warum haben sie die Frauen als Tauschware benutzt? Die Blutdorn haben eine Abmachung mit den Vetteln. Es geht irgendwie darum, dass sie uns für ihre Hilfe gegen den Wirt eintauschen. Sie haben sogar einen Vertrag. Ich sah sie vorhin darüber streiten. Er sollte hier irgendwo sein. Ich werde nach dem Vertrag suchen. Bitte versucht, meine Gefährtinnen zu finden. Diese Kultisten sind schon wahnsinnig. Aber diese Vetteln... Wer weiß, wozu die alles fähig sind. Ich gehe meinen Bruder suchen. Der arme Torpf ist ohne mich doch zu nichts nütze. Ich werde sie finden und bringt euch in Sicherheit.
Hau ab, lauf, Schlampe, lauf! Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin überall Leute. Hier wird überall gekämpft! Hier wird überall gekämpft! Ja, ich habe vor Monarchbaal besiegen wir diesen Handel zwischen dem Blutdorn und dem Zirkel des Viertelfans mit frischem Blut. Als Gegenleistung dafür, dass sie alle unversehrten Frauen bekommen, die wir bei der Eroberung von Glenumbra gefangen nehmen, werden Mutter Düsternis und der Zirkel sich gegen die Beldama Wirt stellen und sie beschäftigt halten. Meine Diener werden die Frauen zur Turmruine im Moor bringen, wo sie verwandelt und in den Zirkel gebracht werden. Sollte eine der beiden Parteien gegen diese Vereinbarung verstoßen, verwirkt sie damit ihr Leben. Angorf, der Grabessänger. Ja, wunderschön. Ja, traumhaft vorgelesen. Ja, unglaublich, ne? Diese Stimmakrobatik, die ich heute leiste, es ist... Beilage! Bitte so, später. Beilage mit dir, du Drecksau. Ja. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ach, wir müssen hier geradeaus weiterlaufen. Ja, wir müssen geradeaus weiterlaufen, Philipp. Erz, Erz, Erz! Vergiss dich. Es ist schön, dass du uns alle tötet hier. Ach, guck mal, hier ist auch ein Typ. Und ein Krokodil. Goldfischzähne. Eh untersuchen. Dezimiert die Krokodile im Viertelfan. Mein Inventar ist voll. Bla, bla, bla. Bla, bla. Okay, ich klick den mal an, Söldner. Dieser Ork ist noch nicht sehr lange tot. Es gibt Spuren eines Kampfes. Einen Kampf. Der tote Ork umklammert eine Art Flugblatt und eine Handvoll großer, scharfer Krokodilzähne. Ich sollte das Flugblatt und das... Was? Und die Zähne nehmen. So, und jetzt hier nochmal Gold für Zähne. Aha, liefert den Beweis, wer geschickt in der Krokodiljagd Haus der Marxian. Ah, cool. Hä, was denn? Wir dürfen Krokodile jagen, also gleich, nebenbei. Wo hast du das gemacht? Ja, hier bei dem Zettel, bei dem Typen und dann liegt hier. Ah, hier gut, so ein Zettel. Dann den Zettel einfach. Ja, wenn wir irgendwo einen Händler sehen oder sowas, ja, wo wir was verkaufen können, dann machen wir bitte mal Halt, weil mein Inventar voll ist. Schon wieder. Ja, auch nicht. Ach, guck mal, hier ist ein Turm. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Dies könnte gut möglich sein, ja. Guck mal, hier ist ein Kristall. Ist er weg. Da ist er wieder. Stein, ja. Ich hab ihn auch zerstört. Aua. Was jetzt? Will ich mit Gay sprechen? Nein, wir müssen. Ja. Zack. Pfeilhagel. Also ich gehe jetzt mal auf die... Warum habe ich denn einen Hammer in der Hand? Warum habe ich denn einen Hammer in der Hand? Nee, ist nicht mehr. Ja, das ist so ein bisschen buggy noch. Wahrscheinlich oder gerade den Dings, aber wir müssen hier hoch. Ja, zu Guy halt, ne? Nee, sprecht mit Guy. Ah doch, ja. Nee, sprecht mit Guy. Also zu Guy. Nee, zu Guy. Meine Schwester und die anderen Frauen haben es bis hierher geschafft. Jeder ist ein wenig. Ja, die haben es geschafft. Ansonsten wohl unverletzt. Ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind. Vielen Dank. Würdin Emilie meint, dass wahrscheinlich eine Wette namens Mutter Düsternis hinter der Entführung der Frauen steckt. Ich wünschte, wir könnten sie aufhalten, bevor sie so etwas erneut versucht. So viel Abenteuer und Gefahren. Wir sind dafür einfach nicht gemacht. Aha. Mutter Düsternis. Ja, ich muss schon. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Ich muss ja was loswerden. Der Zirkel jagt Frauen, um sie zu wetteln oder Sklaven zu machen. Die Würdinnen haben mir von der Rake-Frau Sibellik erzählt. Dunkles Fleisch. Ich weiß, wie man mit Mutter Düsternis fertig wird. Ich warte dann jetzt noch ein bisschen auf dich, ne? Ja, ja. So, jetzt bitte nochmal.
Cool. Was hast du noch weitergemacht irgendwie? Ja, genau. Ich bin jetzt da, wo der sagt, Mutter Düsternis führt einen. Ja, genau. So, wo kann ich sie billig finden? Sie hält sich bei den Würdinnen auf, an ihrer nördlichen Enklave. Die Begegnung mit euch war ein echter Lichtblick in diesem sonst so düsteren Abenteuer. Wenn ihr Mutter Düsternis aufhalten könntet, hätten wir eine Sorge weniger. Okay, ich werde mit Sibylle reden. Ihr findet Sibylle im nördlichen Wirtlager. Folgt einfach der Straße gesagt. Über die Brücken. Ich werde beantworten, was ich kann. Schade, dass ihr nicht nach einem netten Ort fragt, an dem man in Kanton essen kann. Das hätte ich gewusst. Die Geschichte dieses Moors und Informationen über Wetteln. Ach stimmt, guck mal, hier waren wir vorhin ja schon mal. Hallo? Hm? Hast du jetzt noch mehr Fragen gemacht? Nein. Nee, ich bin schon raus. Also ich würde jetzt hier. Aber kann ich. Ist hier kein. Was tust du denn? Hier ist kein Händler. Sicher? Ja, sicher. Krokodilzähne oder so. Da lang. Gut. Krokodilzähne? Ja, Krokodilzähne. Sprich mit Odette. Ah, sammelt Krokodilzähne. Zähne da, ja. Wo müssen wir da hin? Oh, Holz. Vor. War das nicht schon mal hier vorhin, Holz? Ja, das spawnt immer wieder. Wo müssen wir da hin, Krokodilzähne? Mal ganz blöd gefragt. Hier in dem, wir sind in schon Gebiet. In dem Bereich und müssen halt nur Krokodile finden. Die sind wir behaupten so am Wasser, oder? Ja, deswegen rein. Ah, ich habe eins gefunden. Ich habe keins gefunden, aber. Ah, kommst du klar? Ja. Wäre auch ohne dich lang gekommen. Schön. Yeah, ich bin Level up. Kristall an der Brücke. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, okay, gut, hier nehmen wir es aufgehört. Oh ne. Okay. Jetzt. Hey. 2 von 3. Bam. Krokodil. 1 von 3 habe ich. Oh, guck mal, da hinten ist Krokodil. Meins. Krokodilzähne. So, ich brauche noch 2 und du? Ich hab 11. Krokodilzähne. Da hinten? Ach, guck mal, hier sind ganz viele, ey. Ich bin fertig. Echt? Ich hab 16. Hagel. 20 habe ich jetzt. Ah. Glyphe der Flamme, 70 Flammen. Yay. Eisendolch. Bin auch fertig. Interikat, wir werden verwerten mehr Dingsbums. Hier oben ist ein Buch. Einfach umfällt, ey. Buch. Ah, gut gelesen. Rucksack. Oh, guck mal, im Rucksack ist auch ein Buch drin. Kulturelle Stile. Was? Kulturelle Stile der Völker 2. Welche? Oh, du Arschloch. Du hast einen Schmiedestil gekriegt. Was ist das? Was kann ich damit machen? Da kannst du jetzt, also du kannst jetzt Bretone machen, ne? Und du kannst, wenn du das benutzt, ja, zum Beispiel, Handwerksstil der Dune mehr erlernt. Ja, jetzt kannst du Elfen schmieden, Elfensachen schmieden, also quasi die Rüstung, die ich anhabe. Oh, wie geil. Du Arsch, du Blöder. Findet ihr das nice. Mal so einen Rucksack? Hä? So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Ich habe jetzt einmal Krokodiljagd. Ich habe jetzt Krokodiljagd, das heißt, wir müssen hier hinter. Nee, ich würde zu Odette gehen, ehrlich gesagt. Weil ja, okay, dann gehen wir zu. Da ist nämlich auch so ein Kristall. Ja, okay, dann gehen wir nach zu Odette. Hinter. Ja.
Wie du einfach sie tötest, nur mit diesem Pfeilhagel. Ja, gell? Okay. Krass. Und wahrscheinlich noch nicht irgendwas geskillt von dem Pfeilhagel-Gedöns. Nee, gar nichts. Das ist das Erste, was ich da hab. Warte mal auf mich, ich muss gerade was einsammeln. Alter, wie du einfach wegrennst. Warte mal, hier ist ein Händler. Da ist ein Händler. Händler! Absolut. Ich war mir nicht. Einfach verkaufen jetzt. Den Ahornbogen. Bild. So, dass mal ein bisschen Platz in meiner Tasche ist. Aber das Grüne, das werde ich verwerten. So. Okay, alles klar. Dann weitergehen. Hey, ho. Let's go. Ja, ja. So hat es bei meiner Oma auch angefangen, ne? Dann haben wir sonst alten. Ja, doch, natürlich. Ja, auch bei Dings, bei Super Smash Bros. Hat er auch immer. Boah, was ist denn hier rechts? Achso, das haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht, ja. Aber da lang müssen wir. Ja, müssen wir hier rechts runter. Right. Boah, ich will den Händler. Aber warte mal, ich glaube, ich habe mein Dings noch gar nicht versetzt. Attributspunkt. Mann! Punkt einsetzen. Ach ja, Giftfall kann ich noch. Ja, yeah, cool. Verbricht Zauber und bringt den Zaubernden aus dem Gleichgewicht oder der Elfe überhaupt mehr Schaden gegen Feinde mit. Und Pillow läuft schon wieder weg. So kennen wir ihn ja. Action, Action. Arme Krokodil, ey. Ich wollte eine Handtasche. Zwei sogar. Ja, und ich wollte eine Handtasche. Ja, so eine Krokoleder-Handtasche oder Krokoleder-Schuhe, die stricken sich nicht von selbst. Ja, ja. Da muss man was tun für. Händler. Handler. Handler. Oder wir kämpfen. Das Glenumbramor. Das Glenumbramor entdeckt. Echo, Echo. Mhm. Da vorne steht sie. Oder rechts die. Na, die rechts. Odette Vignel. Komm mal her. Bruder wäre von einem von Foulchus Werwölfen fast getötet worden. Ich könnte es nicht verkraften, ihn zu verlieren. Und diesen Schmerz wünsche ich auch sonst niemandem. Deshalb bin ich hier. Wir müssen eine Möglichkeit finden, Faochu aufzuhalten. Ich habe dieses Tagebuch gefunden. Das enthält eine Nachricht, die an euch gerichtet ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir dieses Tagebuch finden. Mein Bruder ist aus den Minen entkommen, aber einer von Faochus Werwölfen hat ihn angegriffen. Er ruht sich jetzt aus, aber er wird sich freuen, es zurückzuhaben. Und ich bin sicher, dass seine Notizen noch nützlich sein werden. Vielen Dank, dass ihr es zurückgebracht habt. Boah, was ist das für ein geiler Bergarbeiterhelm? Alter Schwede. Direkt mal aufgesetzt. Ach, geil, oder? Sieht so richtig idiotisch aus, aber sieht geil aus. Wo ist denn jetzt der hat voll die. Der hatte mir. Der bringt mir jetzt. Die coole Eisenhaube hier. 167 maximal. Besser als dein anderer Helm, oder was? Ja! Obwohl das nur mittlere Rüstung ist. Müssen wir das hier machen schnell? Ja, oder? Lass uns das machen schnell. Also in was der nächsten denn? Folge hier. Würde ich sagen, oder? Weil ich weiß ja schon, was passiert. Ich habe das ja schon mal gemacht. Aber okay. Ja, gut, wir gehen hier hoch und dann. Es ist sehr interessant, was hier passiert. Und ja, gut, dann. Hier ist ein schöner Ausblick hier oben. Ja, dann. Guck mal, ich kann von hier oben. Von hier oben kann ich die nicht erwischen, schade. Okay. Oder? Kannst du? Alter, warum kannst du das? Oh, ich auch.
Komm mal, Achtung, Pfeilhagel. Pfeilhagel! Alter, warum geht das hier raus? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Das wird nämlich noch richtig spannend. Genau, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.